Ich freue mich einfach, dass Sie da sind. Ich freue mich natürlich auch, dass die Studierenden da sind. Und ganz besonders freue ich mich, dass Boris Edelmann von der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen, das ist also der internationale Touch heute, hier ist und auch zu einem Thema Chancengerechtigkeit und Integration durch frühkindliche Bildung. Ich sage nichts zur Person Doris Edelmann, das wird zu lange dauern. Wir haben zusammen mal im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, der Kommission Pädagogik der frühen Kindheit zusammengearbeitet, kennen uns daher. Ich freue mich auf diesen Vortrag, weil sie in diesem Gebiet sehr ausgewiesen ist und uns bestimmt spannende Gedanken nahebringt. Also herzlichen Dank Ihnen für die netten einleitenden Worte. Geschätzte Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, hier in Osnabrück sein zu dürfen und Ihnen im Folgenden meine Gedanken, Erkenntnisse, aber auch Ideen zur Thematik zu erläutern. Inwiefern es möglich ist, Chancengerechtigkeit und Integration durch frühkindliche Bildung zu unterstützen. Dazu werde ich Ihnen im Folgenden Einblicke in Fördermöglichkeiten für junge Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund aufzeigen, die sowohl für die jungen Kinder selbst als auch ihre Eltern, die familienergänzenden Einrichtungen, das pädagogische Personal sowie bildungspolitische Desiderate und Implikationen für die Bildungsforschung betreffen. Die Vorlesung ist so aufgebaut, dass ich zunächst die Integrationserwartungen an die frühkindliche Bildung etwas aufzeigen möchte. Dann werde ich beleuchten, wer eigentlich mit diesen Familien mit Migrationshintergrund gemeint ist und welche Bedeutung allgemein dem Bildungsort der Familie zukommt. Dann werde ich aktuelle Förderansätze in der frühen Kindheit aufzeigen und anschließend Desiderate zur Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte formulieren, die sich für die Zusammenarbeit mit jungen Kindern und deren Familien mit Migrationshintergrund ergeben. Ich werde dann abschließen mit einem Einblick in drei aktuelle Forschungsprojekte, ein Fazit formulieren und Desiderate für die weitere Entwicklung des Bereichs. Ich werde die heutige Vorlesung mit einem Zitat des amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey beginnen. Das überrascht Sie vielleicht, weil das Zitat aus seiner Publikation stammt, die er vor rund 100 Jahren geschrieben hat. Er meinte, "What the best and wisest parent wants for his own child, that must the community want for all of its children. Any other ideal for our schools is narrow and unlovely. Acted upon, it destroys our democracy." Mit diesem Zitat bringt John Dewey sehr deutlich seine Ansicht, ja eigentlich seine Haltung zum Ausdruck, dass sich auch die Gesellschaft dafür einsetzen muss, dass allen Kindern die beste Bildung zukommt, die möglich ist. Und unter dieser besten Bildung verstand er eben diejenige, wie er es ausdrückte, welche die weisesten Eltern ihren eigenen Kindern zukommen lassen. Also diese allerbeste Bildung soll eben nicht nur der einen privilegierten Gruppe zukommen, sondern allen, und dafür soll sich die Gesellschaft einsetzen. Es ist unbestritten, dass Deweys Desiderat bis in die heutige Zeit hinein aktuell ist, ist doch in unseren sogenannten postmodernen, wissensbasierten Gesellschaft eine gute Bildung geradezu die Bedingung für die individuelle Entwicklung, für die Realisierung persönlicher Lebenschancen, die soziale Teilhabe, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und nicht zuletzt die wirtschaftliche Prosperität. Alles Voraussetzungen für demokratische Strukturen. Dabei verstand Dewey unter Demokratie nicht ausschließlich eine Regierungsform, sondern eine Lebensform per se. Er sagte, es ist eine Grundeinstellung des menschlichen Miteinanders. Und er plädierte sogar dafür, dass Erziehung und Bildung mit Demokratie verwoben sein müssten, sofern eine Gesellschaft nicht lediglich ihren Fortbestand, sondern vielmehr einen Wandel zum Besseren anstreben würde. Und ich denke, diesen Wandel zum Besseren, den streben wir auch in der heutigen Gesellschaft an. Und gleichzeitig wissen wir spätestens seit den Veröffentlichungen der PISA- und IGLU-Studien, dass es eben nicht so ist, dass heute bereits allen Kindern die beste Bildung zukommt
und die angestrebte sogenannte Chancengerechtigkeit in den deutschsprachigen Ländern Europas bislang unerreicht geblieben ist. Vielmehr hängen in Deutschland, ebenso in der Schweiz und Österreich, die Bildungschancen besonders eng mit der Bildungsnähe der Herkunftsfamilie zusammen, weshalb Kinder aus sozial benachteiligten Familien, und darunter sehr viele, selbstverständlich nicht alle mit Migrationshintergrund, besonders häufig von der Tatsache betroffen sind, dass sie ihre Fähigkeiten und Talente nicht maximal entfalten können, da ihnen nicht die beste Bildung weisester Eltern zukommt. Und dies führt bereits in der frühen Kindheit zu ungleichen Startchancen, die wiederum in einem Widerspruch mit der Chancengerechtigkeit liegen. Und wenn Sie sich jetzt Kinder vorstellen mit ihren Plänen, die beispielsweise lauten können, wenn ich groß bin, werde ich Schriftstellerin, Pilotin, Gärtnerin, Krankenschwester, Arzt. Und wenn diese Pläne bedeuten, wenn ich groß bin, möchte ich jemand sein, im Beruf anerkannt, privat erfüllt, dann wissen Sie und weiß auch ich bereits heute, dass eben nicht alle sich diese Träume werden erfüllen können. Die Startchancen sind entscheidend und Ihnen ist sicher der Slogan des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend bekannt, der lautet: Auf den Anfang kommt es an. Und er gewann in den letzten Jahren zunehmend an bildungspolitischer und wissenschaftlicher, aber insbesondere auch an erziehungswissenschaftlicher Bedeutung. Im Zusammenhang des Wandels von der frühkindlichen Betreuung und Erziehung, also der Vorstellung, die man bislang hatte, dass in Kindertagesstätten, dass das vor allem Orte sind, an denen Kinder betreut und erzogen werden, hin zu den aktuellen Ansprüchen, dass die Kinder in Kitas auch Bildung erfahren sollen, kann man auch von einem Paradigmenwechsel sprechen. Und bezogen auf Kinder mit Familien mit Migrationshintergrund werden diese Ansprüche zudem um eine integrationspolitische Dimension erweitert. Von frühkindlichen Einrichtungen wird nämlich zunehmend erwartet, dass sie integrative Prozesse von jungen Kindern und ihren Familien mit Migrationshintergrund in die Mehrheitsgesellschaft unterstützen. Deshalb auch frühkindliche Integration, Bildung, Betreuung und Erziehung. Die Teilnahme an frühkindlicher Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund soll also dazu beitragen, dass Sie und Ihre Eltern bereits im Vorschulalter Kontakte zu pädagogischen Einrichtungen, zum pädagogischen Fachpersonal, aber eben auch zu einheimischen oder ansässigen Familien und deren Kindern aufbauen können. Damit das gelingt, sind allerdings drei Bedingungen zu erfüllen. Erstens muss Integration von jungen Kindern mit Migrationshintergrund immer auch als Familienprojekt verstanden werden. Zweitens ist Integration ein wechselseitiger Austauschprozess, der die gesamte Bevölkerung eines Landes betrifft, also Ansässige wie Zugewanderte. Man kann sich nicht alleine integrieren, es braucht beide Seiten, damit diese Prozesse stattfinden. Und drittens bedingt Integration, dass Kinder und ihre Familien mit Migrationshintergrund eine über die rechtliche und ökonomische Gleichstellung hinausgehende gesellschaftliche Anerkennung ihrer kulturellen und sprachlichen Kompetenzen erfahren. Das verdeutlicht auch ein wenig, dass die frühe Förderung, die einen integrativen Bildungsauftrag verpflichtet ist, sich nicht ausschließlich auf die Förderung der deutschen Sprache konzentrieren kann. Das alleine genügt nicht für Integration. Darüber hinaus soll Chancenförderung und Integration eben den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und zur sogenannten Stärkung des Humankapitals beitragen. Also bildungspolitisch wird immer eingefordert und das besonders deutlich für Personen mit Migrationshintergrund, dass durch Bildung eine innovative zukünftige Generation heranwächst, die unabhängig von staatlicher Unterstützung agieren wird. Auf dieser Tabelle sehen Sie verschiedene Dimensionen und Aspekte von Integration, welche die gesellschaftlich relevanten Bereiche umfassen. Die verschiedenen Dimensionen und Aspekte von Integration, welche die gesellschaftlich relevanten Bereiche umfassen, werden auf dieser Tabelle verdeutlicht. Und Sie sehen,
Integration bedeutet Aspekte wie Rechte, Bildung und Einkommen. Es bedeutet aber auch Wissen, Fertigkeiten, Beherrschung der lokalen Landessprache und Lebensstil, Freundschaft, Familie, Heirat sowie Identität, Solidarität und Werte. Und Stannat und Segeritz in Anlehnung an diese Dimensionen von Esser schreiben, dass sich der Prozess der sozialen Integration letztlich daran ablesen lässt, inwiefern die Ausprägung dieser Dimensionen zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund gleichmäßig verteilt ist, respektive überlappend sind. Also Integration geschieht dann, wenn einheimische oder ansässige und migrierte Bevölkerungsgruppen von diesen vier Dimensionen den gleichen Anteil haben. Da ich im Rahmen dieser Vorlesung jetzt immer von Familien mit Migrationshintergrund spreche, ist es mir wichtig, an dieser Stelle auch zu klären, dass ich das sehr wohl im Bewusstsein mache, dass es sich dabei um eine heterogene Bevölkerungsgruppe handelt und es nicht die Familie mit Migrationshintergrund gibt, ebenso wenig wie die Familie ohne Migrationshintergrund. Und ich habe hier ein paar Dimensionen aufgeschrieben, aufgrund dessen Merkmale sich diese Familien unterscheiden können. Also ganz wesentlich sind sicher die Migrationserfahrungen, Gründe und Ziele. Also bin ich freiwillig hier, wurde ich als Fachkraft angeworben, musste ich flüchten, war ich arbeitslos und suche hier Arbeit. Dann auch der aufenthaltsrechtliche Status, kann ich hier bleiben, muss ich zurück, kann ich überhaupt zurück, will ich zurück. Die nationalen und ethnischen Hintergründe, wenn ich als Schweizerin nach Deutschland migriere, ist das etwas anderes, als wenn jemand beispielsweise aus China oder Ruanda hierher migriert und vielleicht ganz andere sprachliche und kulturelle Kompetenzen mitbringt. Auch die Sprache ist von Bedeutung. Wenn jemand Französisch, Englisch oder Spanisch spricht zu Hause, dann wird das kaum als Migrationssprache bezeichnet, sondern man denkt, das ist sehr wertvoll, das ist sehr wichtig, sehr interessant. Wenn jemand eine andere Erstsprache spricht, denkt man vielleicht eher, ja, muss das denn noch sein, dass die das zu Hause sprechen? Es ist aber auch je nachdem schwieriger, Deutsch zu lernen, je nachdem, was die erste Sprache ist. Ich denke, von Arabisch auf Deutsch ist das schwieriger als von Englisch auf Deutsch, also das zu erwerben. Dann Bildungshintergrund, Erwartungen, religiöse Orientierungen und die Bedeutung, die man dazu beimisst. Dann natürlich die Ressourcen, Finanzen, die auch die Wohnlage bestimmen und überhaupt die Möglichkeiten, die man hat. Die Motive, warum ist man migriert, was strebt man jetzt an, wenn man hier ist? Ist man sozial irgendwie integriert? Und wie ist die gesellschaftliche Position? Ich denke, bei Professorinnen, Ärzten oder Wissenschaftlerinnen im Allgemeinen spricht man weniger von Personen mit Migrationshintergrund, als wenn man Arbeiterfamilien oder ungelernte Arbeitskräfte meint. Und damit wird auch deutlich, dass ein Migrationshintergrund nicht grundsätzlich auf einen Unterstützungsbedarf hinweist und auch nicht per se Schwierigkeiten im Bildungssystem bedeuten muss. Aber in der Regel oder besonders häufig sind Familien mit Migrationshintergrund auf Unterstützung angewiesen, wenn die Eltern selber über einen geringen Bildungshintergrund oder geringe ökonomische Ressourcen verfügen, in sozial wenig privilegierten Verhältnissen leben und eben nur zu einem geringen Maß in die Gesellschaft integriert sind. Ich habe hier ein paar Daten ausgewählt, um auch zu zeigen, was die deutsche Bevölkerungsstatistik aufzeigt, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund denn in Deutschland überhaupt leben. Und wenn Sie über die Tabelle durchschauen, dann sehen Sie, dass es eben durchschnittlich 30% oder etwas über 30% der Kinder sind im Alter von 0 bis 6 respektive 10 Jahren, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und dieser Begriff mit Migrationshintergrund wird jetzt in der Bildungsstatistik daher verwendet, weil man sagt, dass die Unterscheidung in Ausländerinnen, Ausländer und Deutsche der sozialen Realität gar nicht ganz gerecht wird. Mit Migrationshintergrund meint man, dass mindestens ein Elternteil keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder nicht in Deutschland geboren wurde. Bezüglich der Nationalitäten sind es
16% Personen mit Migrationshintergrund, die einen sogenannten türkischen Hintergrund haben. 15% sind Spätaussiedlerinnen mit einem polnischen oder russischen Hintergrund und 5% mit einem italienischen Hintergrund. Und wenn Sie Studien zu Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund anschauen, dann werden auch sehr häufig diese oder eine dieser drei Gruppen mit deutschen Gruppen verglichen. Das ist einfach der Grund, weil es die größten Gruppen sind. Wie ich vorhin erwähnte, ist eben neben dieser juristischen oder rechtlichen und ökonomischen Gleichstellung auch eine gesellschaftliche Anerkennung von Menschen mit Migrationshintergrund eine zentrale Bedingung für die Integration. Und im Zusammenhang mit Familien mit Migrationshintergrund, das ist Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen, fällt es eben auf, dass diese anerkennende, wertschätzende Wahrnehmung im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs häufig noch nicht gegeben ist, also nicht immer gegeben ist. Vielmehr kommen Vorurteile und Stereotypen zum Ausdruck, auch generalisierende Aussagen und Annahmen über defizitäre Sozialisations- und Bildungsbedingungen, die den familiären Bildungsort von Familien mit Migrationshintergrund umfassen. Und es wird häufig pauschal von bildungsfern gesprochen. Ich habe als Beispiel ein Zitat von Franz Hamburger und Merle Humrich genommen in einem Aufsatz über Familie und Migration, in dem sie schreiben: Im Kontext der öffentlich skandalisierten Fälle der Kindesverwahrlosung und Vernachlässigung werden Migrantenfamilien ohne jegliche empirische Prüfung im gleichen Atemzug mit total desorganisierten Unterschichtsfamilien genannt und stigmatisiert. Das ist natürlich nicht immer so, aber ich werde Ihnen nachher auch noch ein Beispiel zeigen, wo man sieht, dass es auch in aktuellen Dokumenten noch in einer ähnlichen Weise zu finden ist. Auf typische Effekte, die sind hier aufgeführt, auf typische Effekte, die in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund wirksam werden können, weist die Forscherin Leonie R. Herwartz-Emden hin. Und zwar hat sie langjährige Forschungstätigkeiten vor allem mit Müttern mit Migrationshintergrund gemacht. Und sie hat so als Fazit oder Resümee festgestellt, dass es Paternalismus, Ethnisierungs- und Kultureffekte sowie Gender- und Tabuisierungseffekte sind, die den Diskurs um Familien und Kinder mit Migrationshintergrund prägen. Die ersten drei manifestieren sich eindrucksvoll in Diskursen und Konzepten sowie Berichten über Förderprogramme für junge Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. So tragen etwa Paternalismus-Effekte dazu bei, dass Familien mit Migrationshintergrund als weniger entwickelt, weniger gebildet, weniger emanzipiert oder weniger frei dargestellt werden. Und es kommt so diese Haltung zum Ausdruck, die sind noch nicht ganz so weit wie wir, deshalb müssen wir jetzt da noch etwas nachhelfen. Ethnisierungs- und Kultureffekte führen dazu, dass diesen Familien grundsätzlich Differenz und Fremdheit zugeschrieben wird und demzufolge Problemlagen verallgemeinernd mit kulturellen und religiösen Orientierungen dieser Familien begründet werden. Also wenn ein Problem ist mit einem Kind, das einen türkischen Hintergrund hat, denkt man sofort, das ist wegen dem türkischen Hintergrund, das ist die kulturelle Orientierung, das ist eben der Glaube dieser Familie und man schaut sich gar nicht so die Problemlage an, die eigentlich da sein kann. Also es kann auch dieser Ethnisierungs- und Kultureffekt kann auch soziale Problemlagen allenfalls verdunkeln oder verdecken. Und drittens führen Gender-Effekte dazu, dass Vätern und Müttern mit Migrationshintergrund oftmals, natürlich nicht immer, aber häufig, feste Rollen zugeschrieben werden, wie etwa das Bild eines dominanten oder traditionsbewussten Vaters und einer bildungsfernen Mutter, die nicht arbeitstätig ist und zu Hause ist. Das sind so Stereotype, Bilder, die wirken. Und ich habe Ihnen jetzt hier ein Beispiel aus einem ganz aktuellen Forschungsprojekt mitgebracht. Es ist eine diskursanalytische Rekonstruktion von politischen Leitbildern. Durchgeführt wurde diese Analyse unter der Leitung von Tanja Betz an der Goethe-Universität in Frankfurt im Rahmen des Educare-Projekts. Und das zugrunde liegende Dokument dieser Analyse ist der achte Bericht
der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration von 2010. Und Sie können dieses Dokument auch ganz einfach im Internet finden, wenn Sie das einmal genauer anschauen möchten. Und es ist einfach ein Beispiel davon, wie Familien mit und Familien ohne Migrationshintergrund dargestellt werden können. Und ich lasse Sie gleich selber, ja, doch man sieht es, diese beiden Seiten durchschauen. Also das sind Originalstellen aus diesem Bericht des Bundesministeriums. Und da Sie als Sozialwissenschaftlerinnen, als pädagogische Fachpersonen auch mit deutschen Familien aus unteren sozialen Schichten zu tun haben, wissen Sie auch, diese Bezeichnungen können wirklich auf beide Seiten zutreffen. Für uns ist es eben wichtig, dass wir diese Erkenntnisse von Leonie Herwarz-Emden, also diese Effekte, die stattfinden können, aber eben auch die Erkenntnisse von Tanja Beetz, dass wir diesen eine hohe Relevanz zuweisen. Und ich plädiere eben dafür, dass wir mit der Sprache im Umgang mit Familien mit Migrationshintergrund ebenso differenziert und professionell umgehen, wie wenn wir sozialwissenschaftliche Methoden anwenden, wenn wir Untersuchungen durchführen. Dass man nicht mit Stereotypen, Annahmen ins Forschungsfeld geht. Migrationshintergrund, das ist natürlich auch wichtig, ist nur eine Dimension der Heterogenität. Und das gilt es zu beachten, dass Migrationshintergrund eben häufig gekoppelt ist mit anderen Dimensionen der Heterogenität. Diese Kopplung kann sich positiv oder negativ auswirken. Und es gibt eben einen Begriff, das ist der Begriff der Intersektionalität, der diese potenziellen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Heterogenitätsdimensionen zeigt, wobei in Studien immer wieder zum Ausdruck kommt, dass die soziale Schicht, die kulturelle Herkunft und das Geschlecht eine Rolle spielen und dass sich das positiv oder negativ koppeln kann. Wenn man als Forscherin oder auch als pädagogisch Tätige diese Wechselwirkungen beachtet, kann das eben maßgeblich dazu beitragen, dass man von Stereotypen, Verallgemeinerungen wegkommt und nicht mehr über soziale Gruppen spricht, wie die Türkinnen, die Muslime, die Spätaussiedler, sondern dass man diese Kategorien aufbricht und viel differenzierter analysiert. Interessant finde ich auch den Hinweis von Birgit Leyenbecker, das sind die oberen beiden Begriffe. Sie hat eben formuliert, dass es bereits darauf ankommt, ob man von Differenz spricht. Sie sagt, Differenz bringt viel mehr eine Problematik zum Ausdruck, als wenn man von Vielfalt und Diversität spricht, weil das viel positiver konnotiert ist. Also auch da lohnt es sich, der Begriffsverwendung eine bewusste Beachtung zu schenken. Sollen Anerkennung und Respekt gegenüber jungen Kindern und ihren Familien zum Ausdruck gebracht werden. Und das ist eben, wie ich bereits sagte, eine Prämisse, damit Integrationsprozesse überhaupt stattfinden können. Und wie sieht es denn eigentlich aus mit den Besuchsquoten von jungen Kindern mit Migrationshintergrund in familienergänzenden Einrichtungen? Die Zahlen der Inanspruchnahme von Angeboten zeigen, dass insgesamt viel mehr Kinder in frühpädagogischen Einrichtungen sind als früher. Aber Kinder mit Migrationshintergrund sind immer noch leicht weniger oft in solchen Einrichtungen. Und der Unterschied ist umso stärker, je jünger sie sind. So, was haben wir jetzt hier? Netzkabel anschließen. Ja, gut. So besuchen von den 0- bis 3-jährigen Kindern 18% ohne, respektive 8 mit Migrationshintergrund eine Betreuungseinrichtung, also sei es Krippe oder Tagesfamilie. Und bei den 3- bis 6-Jährigen sind es 95% der sogenannten deutschen Kinder und 85% der Kinder mit Migrationshintergrund. Und natürlich gibt es regionale Disparitäten, die beziehen sich sowohl auf einzelne Städte als auch Stadtteile, zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen Ost
und West. Der beunruhigendste Befund bei diesen Zahlen ist eigentlich derjenige, der zeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht nur seltener Einrichtungen besuchen, sondern wenn sie Einrichtungen besuchen, dass sie häufiger solche mit einer schlechten Qualität besuchen. Und zweitens haben Analysen der Autorengruppe Bildungsberichterstattung gezeigt, dass rund jedes zehnte Kind, das zu Hause nicht Deutsch spricht, eine Einrichtung besucht, in der mehr als 75% aller Kinder auch nicht Deutsch sprechen. Also 3/4 der Kinder sprechen irgendeine andere Sprache, was natürlich die alltagsnahe Sprachförderung und Integration entscheidend beeinträchtigt. Es stellen sich daher die folgenden beiden Fragen, nämlich erstens, was sind die Zugangshindernisse, warum gehen diese Kinder weniger oft in Kindertagesstätten und zweitens, was sind die Gründe, weshalb sie eine schlechtere Qualität besuchen. Also wie gesagt, im Durchschnitt, das heißt nicht, dass das alle Kinder betrifft. Bezüglich der Zugangshindernisse ist in Anlehnung an die Expertise von Katrin Ramsauer anzunehmen, dass mehrere benachteiligte Faktoren zusammentreffen, weil es vorwiegend Familien mit niedrigem Einkommen und geringer Bildung sind, die ihre Kinder nicht in vorschulische Einrichtungen schicken. Also eigentlich genau die, wo man denkt, es wäre gut, wenn sie noch eine familienexterne Betreuung hätten. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass ein allgemeiner Mangel an Betreuungsplätzen eben dazu führt, dass sozial Schwächere oder Familien, die die Sprache nicht beherrschen, dass es ihnen weniger gut gelingt, einen dieser guten Plätze zu ergattern. Und dass jemand, der die Sprache beherrscht, der sich eloquent zu bewegen weiß, diesen Personen oder diesen Eltern gelingt es viel leichter, für ihr Kind den Platz zu bekommen, den sie sich auch wünschen. Weitere Gründe können fehlende Informationen darüber sein, was in Kitas gemacht wird, oder auch fehlende Informationen darüber, weshalb es wichtig wäre, dass auch das eigene Kind geht, selbst wenn ich als Mutter oder Vater zu Hause bin oder wenn ich vielleicht Familien, Großeltern oder Tanten habe, die das Kind beaufsichtigen können, dass es trotzdem wichtig wäre, familienextern zu gehen. Ebenso zu vermuten sind konfessionelle und natürlich finanzielle Barrieren. Diese betreffen auch die Qualität. Und man geht auch davon aus, dass sozial benachteiligte Familien kein Netzwerk haben, mit dem sie sich austauschen können darüber, wo ist eine gute Kita, wo ist eine weniger gute Kita, wie macht man das, dass man einen solchen Platz bekommt. Was wahrscheinlich in Mittel- und Oberschichtsfamilien wird darüber diskutiert, am Arbeitsplatz wird darüber gesprochen, welche Kita besucht dein Kind, wie hast du das angestellt, wo gibt es den besten Platz. Man kann sich im Internet Informationen holen, in Blogs, in Beratungen. Das kann ich alles als sozial benachteiligte Familie nicht. Wie kann man also diese Familien noch besser erreichen? Auch dazu gibt es eine Expertise. Sie finden auch alle Literaturhinweise dann hinten bei den Folien. Susanne Kühn hat eine Expertise für das Deutsche Jugendinstitut gemacht, wo sie sich unter anderem damit beschäftigt hat, wie man Familien mit Migrationshintergrund erreichen kann. Und sie hat als Grundprämisse gesagt, dass es eine Voraussetzung ist, dass man eine wertschätzende und offene Haltung hat gegenüber diesen Familien. Zudem zeigt es sich, dass persönliche Ansprachen besser sind als schriftliches Informationsmaterial. Das liegt auf der Hand, wenn man die Sprache nicht kann oder vielleicht gar nicht lesen kann oder zumindest unsere Buchstaben nicht kennt, weil man aus einem arabischen Raum kommt. Sie schlägt auch Hausbesuche vor, dann Veranstaltungen, die zielgruppengerecht sind. Also was interessiert die Eltern? Wann erreiche ich sie? Wo erreiche ich sie? In der Schweiz hat man zum Beispiel angefangen, Mütter mit kleinen Kindern in Einkaufszentren aufzusuchen, wo sie sich in bestimmten Cafés treffen, weil es dort noch so ein paar Spielsachen hat, die ihre Kinder benutzen können. Und so gibt es aufsuchende Programme, wo man dann dorthin geht, wo die Mütter sowieso sind und sie darüber informiert, was es für Spielgruppen oder Kindertagesstätten in der Nähe gäbe, wie man sich das finanzieren kann und weshalb das sinnvoll wäre. Also dass man nicht versucht, über Broschüren oder übers Internet diese Familien zu erreichen. Dann eben niederschwellige Angebote, auch Elterncafés, die an Kitas angeschlossen sind, wo man sich treffen kann. Und dann muss man sich auch immer überlegen, das fand ich ein guter Hinweis von Susanne Kühn, mache ich jetzt national homogene oder heterogene
Gruppen? Also informiere ich an diesem Abend nur die türkischen Eltern oder sind deutsche und türkische Eltern da? Wie mache ich das mit den Übersetzerinnen und den Kulturvermittlerinnen? Das muss gut bedacht sein, die Kinderbetreuung muss sichergestellt sein. Dann ein sehr relevanter Punkt erscheint mir der mit Ressourcen von Kulturvereinen oder Migrationsgemeinschaften. Sehr häufig geschieht es noch immer so, dass wir aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft etwas für die anderen machen, dass wir versuchen, sie zu erreichen. Und es hat ja eine sehr große Gruppe erfolgreich integrierte, bildungserfolgreiche Migrantinnen und Migranten da, und eigentlich müsste man viel mehr mit diesen Gruppen zusammen kooperieren, damit man diese Familien noch besser erreichen könnte. Und ein ganz wichtiger Punkt ebenso, dass man Eltern mit Migrationshintergrund nicht nur immer als Informationsempfängerinnen versteht. Also ebenso paternalistisch, denen muss man jetzt das erklären, wie das geht bei uns. Wir müssen ihnen sagen, was wir erwarten, sondern dass man auch die Haltung einnimmt, dass die Meinungen, Ansichten und Erwartungen dieser Familien auch Platz haben. Was erwarten Sie von der Kita? Was haben Sie für Wünsche? Und dann kann man in einen Dialog und Aushandlungsprozess eintreten und schauen, wie man es für beide gut gestalten kann. Ich komme jetzt zu einem weiteren Punkt, das ist die Familie als Bildungsort. Obwohl ich in meinen bisherigen Erläuterungen immer diese familienergänzenden Angebote im Zentrum hatte, ist es natürlich keinesfalls die Tatsache, dass dort am meisten gelernt wird, sondern am meisten gelernt oder der bedeutendste Bildungsort ist die Familie. Und er gilt als sogenannte wichtigste Sozialisationsinstanz. Und im 12. deutschen Kinder- und Jugendbericht wurde er der Familie, der Bildungsort der Familie sogar noch umfassender als Bildungswelt bezeichnet. In diesem Zusammenhang schreibt etwa Büchner sehr treffend, ich habe jetzt von ihm ein Zitat ausgelesen: Familien repräsentieren in der Regel den primären Bildungsort und die entscheidende Rolle bei der generativen Weitergabe von Bildung, selbst wenn das Bildungsgeschehen in der Perspektive des weiteren Lebensverlaufs zunehmend auch in anderen sozialen und kulturellen Kontexten und damit auch an anderen Bildungsorten stattfindet. Aus zahlreichen Untersuchungen über den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund ist bekannt, dass eben bezüglich des Umfangs an bildungsrelevanten Ressourcen zwischen den einzelnen Familien sehr große Unterschiede bestehen. Ich habe Ihnen jetzt noch einen theoretischen Inhalt ausgelesen. Es ist die Kapitaltheorie von Bourdieu. Ich weiß nicht, inwiefern Sie damit schon vertraut sind. Ich werde es auch nur kurz erwähnen, aber ich finde es einfach, was er entwickelt hat, finde ich so klärend und hilft auch im Umgang mit Familien mit oder ohne Migrationshintergrund, um zu verstehen, was die Ressourcen dieser Familien sind. Pierre Bourdieu ist ein französischer Soziologe und er hat seine Untersuchungen in der französischen Gesellschaft gemacht, aber es ist sehr gut auch auf den deutschen oder schweizerischen Kontext anwendbar. Gemäß Bourdieu verfügt eben jede Familie über drei verschiedene Kapitalsorten und je nachdem, wie diese Kapitalsorten ausgeprägt sind, je mehr ich von allem habe, desto besser bin ich gesellschaftlich positioniert, desto besser kann ich auch meine Kinder oder meinen Kindern helfen, sich in der Gesellschaft zu positionieren und ihnen zu einer guten Bildung verhelfen. Die drei Kapitalien sind ökonomisches Kapital, eben Einkommen, Vermögen, der finanzielle Spielraum der Familie. Das beinhaltet dann auch die Wohn- und Lebensverhältnisse, wo wohne ich, wie wohne ich und überhaupt die prinzipiellen Möglichkeiten in Bildung zu investieren. Dann das kulturelle Kapital, darunter versteht er allfällige Bildungstitel, aber auch den Besitz von Kulturgegenständen, überhaupt den Bildungsstand, den eine Person hat. Und dieses kulturelle Kapital unterstützt den Zugang zu gesellschaftlich wertvollen Positionen und überhaupt zur Wertschätzung von Kunst und Bildung an sich, also ein Wert an sich. Das soziale Kapital wiederum bezieht sich auf das familiale Netzwerk und den Bekanntenkreis, mit denen die Familie im Kontakt steht und bei denen sie unter anderem in Bildungsfragen Beratung und Unterstützung finden können.
Oder anders formuliert, eine Familie mit einem hohen Kapitalvolumen, die also über ökonomisches Geld verfügt, selber gebildet ist, auch einen guten, gut gesellschaftlich positionierten Bekanntenkreis hat, selber gute Bildungserfahrung gemacht hat, die kennt sich aus mit Strategien, die es braucht, damit die Schule erfolgreich durchlaufen werden kann. Und sie verstehen es auch, mit den pädagogischen Fachpersonen konstruktive Gespräche zu führen, wenn es Probleme gibt mit dem Kind. Im Gegensatz dazu stehen solche Möglichkeiten für sozial benachteiligte Familien, also eben Familien mit einem geringen Kapitalvolumen, sehr viel weniger zur Verfügung. Obwohl dieser Bildungsort der Familie so relevant ist, ist es eigentlich so, dass es bislang sehr wenige Untersuchungen gibt darüber, was tatsächlich in der Familie geschieht, welche Bildungsanregungen, Anstrengungen, auch Bildungsmotive bestehen, wie mit der Sprachenvielfalt umgegangen wird, aber auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zuschreibungen, die auf Familien mit Migrationshintergrund zukommen. Was relativ gut erforscht ist, genau, sind die Erkenntnisse bezüglich der Bildungsaspiration. Es wird manchmal auch ganz verallgemeinernd gesagt, dass diese Familien mit Migrationshintergrund eh nicht viel von Bildung halten würden und diesem eh keine hohe Wertschätzung zuweisen würden. Und die Forschung zeigt eigentlich immer gegenteilige Erkenntnisse. Es sind eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber Bildung und Erziehung und häufig haben sie sogar höhere Bildungsaspirationen als deutsche Familien. Allerdings, und das zeigt die Forschung eben auch, können sozial benachteiligte Familien diese erforderlichen Ressourcen oder Kapitalien, um es in der Sprache von Bourdieu zu sagen, nicht aufbringen und es fehlen ihnen dann die Möglichkeiten, die hohen Bildungsziele, die sie für ihre Kinder haben, zu realisieren, weshalb es sich oftmals mehr um eine symbolische und moralische Unterstützung handelt, denn um eine konkrete Förderung, die sie ihren Kindern zukommen lassen können. Es zeigt sich auch, dass es in diesen Familien weniger Anregungen gibt, wie beispielsweise Puzzles legen, vorlesen, Geschichten erzählen, singen oder basteln, die sich aber positiv auf die kindliche Entwicklung auswirken würden. Und dazu hat vor allem Nicole Biedinger und ihre Kolleginnen haben vor allem dazu gearbeitet mit Vergleichen zwischen Familien mit deutscher und türkischer Herkunft. Und sehr wegweisend ist auch das EPE-Projekt. Das ist eine Studie, die im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, mit rund 3000 Kindern, die im Alter von 3 bis 7 Jahren immer wieder untersucht wurden. Und dort hat man eben als Fazit dann festgehalten, what parents did was more important than who they were. Also man hat gesehen, wenn sich Eltern um die Anregung ihrer Kinder kümmern, wenn sie mit ihnen auch schon Buchstaben oder Zahlen lernen, wenn sie ihnen vorlesen, Geschichten erzählen, wenn sie zu Bildung hinführen, dass sie dann auch Erfolg haben, obwohl die Eltern vielleicht selber keine hohen Bildungsabschlüsse haben. Und mit diesen Erkenntnissen möchte ich jetzt auf die konkreten Fördermöglichkeiten übergehen, weil man eben gesehen hat, es ist mit eigentlich ganz einfachen Möglichkeiten oder Anregungen möglich, die Entwicklung von Kindern zu fördern. Und es sind wahrscheinlich Möglichkeiten, die in Mittel- und Oberschichtsfamilien selbstverständlich sind. Ich habe hier eine Übersicht mit den verschiedenen Förderansätzen, denn wenn man die verschiedenen Programme und Ansätze, die aktuell im Feld vorhanden sind, bündelt, dann kann man das eigentlich in 4 Gruppen einteilen. Und das erste sind sogenannte kindzentrierte Fördermaßnahmen in frühpädagogischen Einrichtungen. Die richten sich an das Kind selber und in der Regel sind das eben Sprachprogramme, und zwar geht es darum, die deutsche Sprache zu erlernen. Also das ist fast das Häufigste, das gemacht wird, und das ist auch wichtig, weil die deutsche Sprache oder die nationale Sprache, egal in welchem Land es ist, oder die lokale Sprache eben wichtig ist für den Bildungserfolg. Etwas kritisch anzumerken ist schon, dass es eigentlich kaum Programme gibt, die die Familien- oder Erstsprache dieser Kinder beachten. Also es ist kaum ein nationales Programm, bei dem man sagt, wir müssen jetzt immer die Familiensprache fördern und nicht nur die deutsche Sprache. Das
gibt auch den Eltern selber nicht so viele Möglichkeiten, ihre Kinder beim Sprachenlernen zu unterstützen, wenn sie selber nicht Deutsch sprechen. Ich habe hier noch das frühechancen.de-Projekt aufgeführt. Das ist ein aktuelles Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und da werden jetzt auch, oder insbesondere Kitas mit Sprachförderung gefördert, bei denen die Kinder schon ab 0 bis 3 Jahren in den Kitas sind. Also das ist so ein bisschen eine neuere Entwicklung, dass man jetzt schon die ganz Kleinen mit der deutschen Sprache fördert. Dann gibt es eben elternzentrierte Beratungsstellen und informelle Treffen. Das typische Mama lernt Deutsch, Papa auch. Oder es sind auch Elterncafés, wo die Eltern Informationen finden. Es gibt verschiedene Meta-Analysen zu diesen Projekten und man hat immer festgestellt, dass das wichtig ist für die Eltern auf einer emotionalen Ebene, aber dass sich die Informationen an die Eltern häufig nicht unmittelbar auf die kindliche Entwicklung auswirken. Allerdings zeigen die Programme eine Wirkung, dass die Erziehungsbedingungen besser sind und das ist sicher auch sehr beachtlich. Dann die dritte Form sind Kind- und elternzentrierte Förderprojekte in der häuslichen Umgebung. Es gibt da vor allem drei Programme, die besonders bekannt sind. Das eine heißt Parents as Teachers. Das setzt bei Kindern ab Geburt ein. Dann Obstapje, ursprünglich aus den Niederlanden, bedeutet Schritt für Schritt, ist für Kinder ab 18 Monaten. Und das Programm Hippie, das in Israel entwickelt wurde, bezieht sich auf Kinder von 4 bis 6 Jahren. Und die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Eine geschulte Hausbesucherin geht zu den Eltern nach Hause und zeigt meistens der Mutter direkt, wie sie ihr Kind fördern kann, welche altersangemessenen Anregungsmöglichkeiten es gäbe. Sie gehen etwa alle 1 bis 2 Wochen, kommt die Besucherin nach Hause. Die Projekte dauern 1,5 bis 2 Jahre und die Mütter haben auch die Möglichkeit, sich in Gruppen zu treffen mit anderen Müttern, die in diesem Programm drin sind. Die Projekte wurden von verschiedenen Seiten evaluiert und es zeigt sich immer, dass nach dem Programm positive Effekte da sind, also dass die Kinder bessere Entwicklungswerte aufzeigen, die sich allerdings wieder abschwächen, wenn nicht ein weiterführendes, anschlussfähiges Förderprogramm stattfindet. Also die Vorstellung, ich fördere von 0 bis 18 Monaten und dann ist es gemacht, das würde nicht reichen, sondern es muss weiterführend sein und aufeinander aufbauen. Etwas kritisch ist meiner Ansicht nach auch, dass die Mütter mit ihren Kindern nicht aus dem Haus gehen. Also die Kinder haben keine Möglichkeit, andere Kinder zu treffen. Es ist auch nicht möglich, die deutsche Sprache zu lernen, wenn ich zu Hause bin. Und die Mütter selber treffen eigentlich auf Migrantinnen und Migranten mit der gleichen Herkunft, Sprache und Kultur in diesen Gruppen treffen und von daher können auch Integrationsprogramme nicht stattfinden. Und vor dem Hintergrund dieser jetzt zum Teil auch kritischen Anmerkungen zu den durchaus positiven Ansätzen, aber sie sind eben zu wenig umfassend, wird es Sie jetzt wohl kaum verwundern, wenn ich sage, dass es eben die Erkenntnisse zeigen, dass zur Wirksamkeit früher Förderprogramme insbesondere wichtig ist, dass ein auf Bildung in einer Betreuungseinrichtung ausgerichtetes Konzept kombiniert mit Bemühungen, die Eltern zu beteiligen, zu bilden und zu unterstützen, am effektivsten ist. Also die vierte Form wäre eben entweder ein Programm, das alles einbezieht oder dass man versucht, die anderen drei Formen zu einem komplexen Programm zu kombinieren. Dass immer die Eltern gefördert werden und die Kinder auch und dass es nicht nur zu Hause geschieht, aber auch nicht nur in der Einrichtung. Als positive Projekte habe ich hier das Rucksackprojekt aufgeführt. Das ist ein Projekt, wo man die Erst- und Zweitsprache fördert. Also die Mütter lernen, wie sie zu Hause ihre Kinder in der Familiensprache fördern können. In der Kita wird es in der deutschen Sprache gefördert. Ein ähnliches Projekt ist auch das Fly-Projekt in Hamburg, bei dem auch die Schreib- und Lesekompetenzen von den Lehrkräften und den Eltern gefördert werden. Oder dann sind es diese Early Excellence Zentren oder Familienzentren, von denen Sie bestimmt auch schon gehört haben, wo man versucht, ganz viele Angebote unter einen Hut zu bekommen. Auch hier könnte man sagen, gibt es etwas Kritisches.
Das Kritischste ist nämlich der Standort. Diese Projekte finden eben häufig nicht bundesweit statt. Und man kann für Kinder mit Migrationshintergrund eigentlich feststellen, dass es nicht nur eine Rolle spielt, in welche Familie ich geboren wurde, sondern auch noch, wo meine Familie lebt. Und wenn sie am falschen Standort lebt, hat das Kind eben keinen Zugang zu einem von diesen aktuellen, umfassenden Projekten. Und ich habe Ihnen noch den Link www.elternchance.de angegeben, auch ein Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, bei dem 4000 Elternbegleiterinnen ausgebildet werden aktuell, die Elternwissen über Bildungsmöglichkeiten vermitteln, und es wird an 100 Modellstandorten die lokalen Angebote vernetzt, und es wird vor allem versucht, bildungsferne Familien zu erreichen. Also ich denke, dieses Programm ist eines, wo man jetzt versucht, die verschiedenen Erkenntnisse zu bündeln. Aber all diese tollen Programme, diese Intentionen der Bildung, Förderung und Integration in den Kindertagesstätten wäre natürlich nicht möglich ohne die Professionalisierung der Fachkräfte. Das ist das Zentrum. Das zeigen auch alle Untersuchungen, dass es ganz wichtig ist, dass mindestens eine gut qualifizierte Fachperson oder Leiterin in einer Einrichtung ist und dass das die Qualität der gesamten Einrichtung maßgeblich unterstützt. Und wenn jetzt eben dieser Ausbau stattfindet in Deutschland, dass zunehmend Kinder ab 0 Jahren in die Kitas kommen, aber man eben auch immer stärker versucht, Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen, dann bringt das auch neue Anforderungen mit sich an die pädagogischen Fachkräfte, weil sie zunehmend mit Eltern mit Migrationshintergrund kooperieren sollen und dazu auch neue oder vertiefte Kompetenzen brauchen. Borge, Döge und Kärtner, die sind aus Osnabrück, die haben eine WIF-Expertise geschrieben namens Kulturelle Vielfalt bei Kindern in den ersten 3 Lebensjahren, Anforderungen an frühpädagogische Fachkräfte. Und sie haben am Beispiel von pädagogischen Schlüsselsituationen wie Eingewöhnung, Schlafen, Essen oder Sprachförderung aufgezeigt, dass solche scheinbar selbstverständliche Praktiken eben kulturell geprägt sind und die vorhandenen Unterschiede zu Irritationen, Unverständnis oder sogar zu Konflikten zwischen Eltern und Fachkräften führen können. Und sie formulieren, dass eben nicht davon ausgegangen werden kann, dass das, was für die westliche Mittelschicht oder Oberschicht passend ist, für alle anderen kulturellen Kontexte selbstverständlich ist oder als richtige Form im Umgang mit jungen Kindern gelten kann. Also beim Essen die Frage, ist ein Kind selber oder nicht? Was ist ein Kind? Wann ist ein Kind? Wo ist ein Kind? Mit dem Schlafen auch. Also ist das alleine? Ist es bei einer Betreuerin? Muss es jetzt schlafen, weil jetzt Schlafenszeit ist? Darf es auch schlafen, wenn nicht Schlafenszeit ist? Das sind so Fragen, die geklärt werden müssen und wo es dann eben eine Rolle spielt, dass die Eltern nicht nur Informationsempfängerinnen sind, sondern dass man den Eltern auch zuhört, was sie sich für ihr Kind wünschen und dass man in einen Dialog trifft und sieht, was ist möglich. Es wird nie möglich sein, allen gerecht zu werden, aber eben mit einem einseitigen Blick, dem sogenannten richtigen Blick, zu meinen, man spreche alle an, das wird wohl nicht möglich sein. Es braucht eben eine reflektierte Haltung von Fachkräften. Das ist eine Bedingung. Und man sagt, man braucht sowohl Wissen über diese kulturellen Kontexte, als natürlich auch ein Interesse dafür. Und es braucht auch kultursensitive Curricula, also Curricula, die eben verschiedene Familienformen, Sprachen, Traditionen, Umgangsweisen einbeziehen, dass es nicht nur auf den deutschen oder schweizerischen Alltag aufgebaut ist. Und ganz interessant erscheint mir auch eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstbildung. Also Fridtjof Grell, das ist ein Erziehungswissenschaftler, er hat das einmal kritisch analysiert, dieses Selbstbildungskonzept, das wir manchmal als selbstverständliches Element der Elementarpädagogik annehmen. Und er hat darauf hingewiesen, dass gerade diejenigen Kinder erheblich benachteiligt werden könnten,
die am meisten auf Unterstützung, gezielte Anregung und aktive Hilfe angewiesen wären und dieses pädagogische Arrangement sogar zur Verstärkung von ungleichen Bildungsvoraussetzungen beitragen kann, weil, so Fridtjof Grell, auch die Fähigkeit des Kindes zur Selbstbildung ist ein Potenzial, das sich nicht von sich aus ausbildet, sondern mit Hilfe der sozialen Umwelt entwickelt und herangezogen werden muss. Zitat Ende. Diese Heranbildung zur Selbstbildung könnte aber gerade die sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund benachteiligen, weil das nicht stattfindet. Also wenn die Kinder gar nicht gewohnt sind, selber zu fragen, sich selber zu anregen und man geht dann davon aus, dass sie das selber machen, passt das vielleicht gar nicht. Also dass man sich eben auch bei den Anregungsangeboten oder bei den pädagogischen Angeboten Settings zunehmend überlegen muss, was passt eigentlich auf eine zunehmend kulturell und sprachlich heterogene Kinder- und Elterngruppe. Komme jetzt noch zu drei kurzen Einblicken in aktuelle Forschungsprojekte, die sich auch mit Familien und Kindern mit Migrationshintergrund beschäftigen, und ich werde nachher zum Fazit und zu den Forschungsdesideraten überleiten. Das Projekt NUBEC, NUBEC steht für Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit. Dabei handelt es sich um eine soeben abgeschlossene Querschnittstudie, bei der rund 2000 Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren untersucht wurden. Und zwar war ein Drittel mit Migrationshintergrund. Es waren russisch und türkische Hintergründe, die diese Kinder hatten. Und ich werde jetzt nicht alle Ergebnisse hervorholen, sondern zwei, die sich auf die Situation von Kindern mit Migrationshintergrund beziehen. Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen unter anderem, dass der ungünstige Bildungs- und Entwicklungsstand von Kindern mit Migrationshintergrund vor allem mit den geringeren Deutschkompetenzen verbunden ist. Also das zeigt, Sprachförderung ist wichtig. Wir haben aber auch gesehen, nur Sprachförderung reicht nicht, aber ist etwas, das sein muss. Und als zusammenfassendes Fazit hält die Forscherinnengruppe fest, dass Kinder mit Migrationshintergrund einerseits eine gute Betreuungsqualität in einer Einrichtung brauchen, es aber andererseits unerlässlich ist, ihre Familien als Partnerinnen zu gewinnen und ihre Kompetenzen als Erziehungspartnerinnen zu stärken. Also dass es eben auch den Bildungsort der Familie braucht, den man einbezieht. Eine weitere ganz anders ausgerichtete, vielversprechende Untersuchung wird aktuell unter der Leitung von Isabel Diem an der Universität Bielefeld im Rahmen des Sonderforschungsbereichs von Heterogenitäten zu Ungleichheiten durchgeführt. Es ist eine qualitative Studie, eine Feldforschungsstudie. Da wird mit in dieser Studie namens Ethnische Heterogenität und die Genese von Ungleichheit in Bildungseinrichtungen der frühen Kindheit geht es darum, ausgewählte Kinder mit Migrationshintergrund auf ihrem Bildungsweg vom Elementar in den Primarbereich und später in die Sekundarstufe im Rahmen einer längsschnittlich angelegten ethnografischen Studie zu begleiten. Also die Kinder werden immer wieder in ihren Einrichtungen von Forscherinnen begleitet. Diese Forscherinnen befinden sich manchmal 1 bis 2 Wochen in der Einrichtung und untersuchen oder begleiten das Kind immer wieder. Und es wird aufgrund der Rekonstruktion von diesen individuellen Bildungsbiografien möglich werden, sogenannte aufgeschichtete Ungleichsformationen sichtbar zu machen. Und ich selber, ich habe das Projekt Candela durchgeführt, das habe ich jetzt gerade abgeschlossen, das wurde vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert und mich hat dabei insbesondere der Vergleich von Erwartungen zwischen Familien mit und Familien ohne Migrationshintergrund interessiert, die ihre Kinder in Spielgruppenprojekte angemeldet haben. Diese Spielgruppen sind pädagogische Arrangements, die 2 bis 3 Mal pro Woche stattfinden, meistens während einem Morgen oder Nachmittag. Und in der Schweiz besuchen 70-80% aller Kinder solche Spielgruppen. Das ist viel verbreiteter noch als Kindertagesstätten, weil die noch nicht so gut angeboten werden wie hier in Deutschland, weil zum Beispiel auch kein Rechtsanspruch besteht. Das ist nicht selbstverständlich, obwohl man manchmal denkt, es müsste selbstverständlich sein. Und
Ich habe zwei Ergebnisse herausgesucht. Das eine, was wirklich besonders deutlich wurde in diesen qualitativen Studien, ist, dass die Eltern mit Migrationshintergrund viel höhere Erwartungen an die Förderung ihrer Kinder hatten, vor allem an die deutsche Sprache. Und die Schweizer Eltern eher dachten, ihr Kind geht in die Spielgruppe, damit es mit anderen Kindern spielen kann. Also keine Bildungserwartungen. Und das andere war, dass viele Eltern mit Migrationshintergrund auch enttäuscht waren, dass ihre Kinder in der Einrichtung mehrheitlich andere Kinder mit Migrationshintergrund vorfanden und daher der natürliche Sprachaustausch oder die Integration eigentlich gar nicht so möglich war, wie sie sich das vorgestellt hätten. Ich komme nun zum Fazit meiner Darlegungen. Der Titel war Chancenförderung und Integration von jungen Kindern und ob das durch frühkindliche Bildung möglich ist. Und ich komme zum Fazit, dass es möglich ist, allerdings ein paar Voraussetzungen sein müssen, nämlich die Qualität des Programms und vor allem die Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte oder der pädagogischen Leitung muss gewährleistet sein. Die Förderung muss sogenannt multisystemisch, intensiv und kontinuierlich stattfinden. Also nur da ein Programmchen und da mal wieder ein Programmchen nützt nichts, sondern es sollte durchgängig sein, aufeinander aufbauend, Kinder und Eltern einbeziehen. Dann die Sprache, oder ich habe es eben auch Literacy genannt, als Zentrum, nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch die Sprache der Familie, überhaupt der Umgang mit Lesen, Schreiben, mit dieser schriftlichen Kultur. Dann heterogene Kinder- und Elterngruppen, die von den Programmen angesprochen werden, wenn Integration angestrebt wird und ein Austausch zwischen diesen Familien stattfinden soll. Bisherige Ergebnisse zeigen, dass bei hoher Qualität insbesondere Kinder aus bildungsfernen Milieus und Kinder mit Migrationshintergrund profitieren können. Also wenn sie wenig zu Hause antreffen und in eine gute Einrichtung kommen, können sie besonders profitieren. Allerdings zeigen auch Ergebnisse der BICS-Studie. BICS ist eine Studie, die an der Universität Bamberg durchgeführt wird. Und dort hat man gesehen, dass wenn Kinder extrem benachteiligt sind und zu Hause auch kaum eine Anregung finden, dass sie dann auch in den besten Angeboten nicht davon profitieren können. Also man muss davon ausgehen, dass eine gewisse Anregungsqualität da sein muss, damit die Kinder nachher die Angebote aufnehmen können. Ich komme nun noch zu Forschungsdesideraten für zukünftige Projekte über junge Kinder und ihre Familien mit Migrationshintergrund. Ich habe ein paar Bereiche herausgegriffen. Ich möchte weder sagen, dass das die wichtigsten sind, noch dass es eine Vollständigkeit ist, aber es sind solche Desiderate, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Das ist mal einerseits eben mehr Erkenntnisse über die Verschränkung zwischen den verschiedenen Bildungsorten. Also wie kann man das, was in der Einrichtung geschieht und das, was zu Hause geschieht, noch viel mehr synergetisch verbinden, dass das zusammenpasst und dass die Förderung dadurch intensiviert wird. Ich finde, wir sollten noch mehr wissen über die Perspektiven und Erwartungen von sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Dann diese Einforderung von Familienzentren, das wird jetzt ganz stark eingefordert, dass man noch mehr Familienzentren aufbaut und ich finde, dass man da sehr genau darauf achten muss, wie müssen diese Zentren konzipiert sein, dass sie nicht nur sozial benachteiligte Familien anziehen oder nur Mittel- und Oberschicht, sondern dass sie attraktiv sind für alle, damit es eben zu einer Integration kommen kann, damit diejenigen, die es brauchen, dort sein können, damit die Kinder wirklich profitieren. Dann die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das, was jahrelang in der Schulforschung gemacht wurde, all die Untersuchungen zu Lehrpersonen und ihre interkulturellen Kompetenzen, das trifft jetzt zunehmend auf die pädagogischen Fachkräfte zu. Was müssen sie können? Wie können sie die Kompetenzen erwerben und erweitern? Was hilft ihnen? Was soll die Ausbildung, was die Weiterbildung ihnen mitgeben? Diversität des Fachpersonals. Ich weiß nicht, wie es bei den Fachkräften im frühpädagogischen Bereich ist. Bei den Lehrpersonen ist es so, dass es mehrheitlich deutsche oder Schweizer
Lehrkräfte sind und nur ein ganz kleiner Teil der Lehrkräfte einen eigenen Migrationshintergrund hat und man versucht, über verschiedene Programme zunehmend erfolgreiche Migrantinnen für diesen Beruf zu gewinnen, weil man davon ausgeht, wenn die Fachkräfte verschiedene Hintergründe mitbringen, dass das einfacher ist, mit den verschiedenen Hintergründen der Eltern umzugehen. Aber ob das so ist und wie man diese Fachkräfte erreicht, das sind eben Forschungsdesiderate. Dann Sprachförderprogramme zur Erst- und Zweitsprache. Es gibt viele punktuelle Programme, aber wirklich Konzepte oder wirksame Programme, wie man das verbinden kann, wie es für breite Gruppen gelten kann, da ist man, glaube ich, noch auf der Ebene der Modellprojekte und braucht sicher noch weitere Erkenntnisse, eben insbesondere den Einbezug der Zweitsprache. Ich denke, in mehrsprachigen Europa macht es keinen Sinn, dass man einerseits versucht, Kinder in die Einsprachigkeit zu lenken und andererseits dann von ihnen wiederum als Erwachsene erfordert, dass sie mindestens 3 oder 4 Fremdsprachen beherrschen würden, idealerweise. Und ich denke, wenn Kinder, die 2 Sprachen haben zu Hause, die parallel professionalisieren können und beide Sprachen beherrschen, ist das ein wahnsinniges Potenzial, das wir uns nicht erlauben können, einfach zu verdrängen. Dann, das habe ich schon angedeutet, die Ressourcen der Migrationsgemeinschaften. Also es muss nicht alles aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft geschehen und dann multimethodische Forschungszugänge, eben explorative, qualitativ angelegte Studien, Feldforschungsprojekte ebenso wie kontrollierte experimentelle Längsschnittstudien und umfassende Evaluationen. Ich denke, in diesem Bereich sollten alle Methoden mitspielen und zu einem synergetischen Ergebnis kommen. Komme jetzt noch zu meinem abschließenden Satz oder Satz, mehrere. 3, 4 Sätze. Fest steht, dass die Erfüllung dieser Desiderate eben ein klares bildungspolitisches Interesse voraussetzt und insbesondere auch die Bereitschaft für Investitionen, auch finanzielle Investitionen in Einrichtungen und Projekte. Darüber hinaus ist es für die Konzeption von Projekten zur frühen Förderung von Kindern unerlässlich, dass ihre Familien erreicht werden, was eben die Anerkennung ihrer Werte und Normen sowie die gezielte Nutzung ihrer Ressourcen bedingt. Und nicht zuletzt kann mit empirischer Bildungsforschung ein relevanter Beitrag geleistet werden, die dazu beitragen kann, erschrecken Sie nicht, jetzt kommt ein längeres Zitat, empirische Bildungsforschung kann dazu beitragen, tatsächliche Zusammenhänge zu erkennen, ideologische Verschleierungen zu durchschauen, Vorurteile zu eliminieren und Urteile des lehrenden, organisierenden, erziehenden Personals und der sich Bildenden zu klären, sowie rationale Begründungen bildungspraktischer und bildungspolitischer Entscheidungen im Bildungsbereich vorzubereiten. Und damit kann sie, jetzt komme ich zum Schluss, auch einen Beitrag zur Erfüllung des eingangs formulierten Desiderats in Anlehnung an Dewey leisten, nämlich dass in Zukunft allen Kindern diejenige Bildung zukommt, welche die besten und weisesten Eltern ihren eigenen Kindern bereits heute zukommen lassen. Gut. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich auch für Nachfragen, Diskussionspunkte und kritische Bemerkungen gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Sie haben das Wort. Ja, gerne. Es gibt ja auch Projekte, die nicht in der Frühkindheit ansetzen. Also für Kinder mit Migrationshintergrund, die meinetwegen schon 12 Jahre sind. Mhm. Oder so. Wie wirksam kann die Förderung dieser Kinder dann noch sein, wenn die nicht in der Frühkindheit ansetzt? Genau, also ich kenne keine empirischen Studien, die das sozusagen vergleichen könnten, ob es wirksamer ist bei frühen Kindern als bei späten. Also, oder wenn man eine Förderung macht bei älteren Kindern. Ich denke, das Credo aktuell ist, je früher, desto besser. Und insbesondere das Spracherlernen scheint viel einfacher und selbstverständlicher zu gehen, wenn man jung ist. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Beispiele von herausragenden jungen Menschen, die in einem späten Alter zum Beispiel noch nach Deutschland gekommen sind und dann bildungserfolgreich sind und die Sprache beherrschen, dass man denkt, wie kann das sein? Aber ich denke, dass man wahrscheinlich zukünftig noch stärker dazu übergehen wird, früh
mit der Förderung anzufangen und dann aber durchgängig weiter zu fördern. Ich denke, das wäre das Wichtigste. Oder denken Sie jetzt an ein konkretes Projekt mit einer Maßnahme? Ja, also ich mache mal so ein Projekt mit und deshalb hat mich das interessiert, also auch im Rahmen von diesem Studium jetzt, aber da sind die Kinder so 12. Genau, also ich weiß, dass zum Beispiel Projekte beim Schulübergang, also wenn man sozial benachteiligte oder Kinder mit Migrationshintergrund explizit unterstützt, wenn es darum geht, bei der Sekundarstufe 1 in die Sekundarstufe 2, also gehen Sie jetzt in den Beruf oder ins Gymnasium oder auch von der Grundschule in die Sekundarstufe 1, wenn man dort Förderprogramme ansetzt, dass das Ihnen sicher hilft. Dann gibt es auch viele Programme, die Studierende unterstützen mit Stipendien und emotionaler Unterstützung, damit sie das Studium schaffen, obwohl ihre Eltern einen anderen Bildungshintergrund haben. Das ist dann mindestens so wirksam, das kann ich ja mit einem kleinen jungen Kind, mache ich wieder eine andere Maßnahme. Also ich würde nicht das eine gegen das andere Projekt ausschließen, sondern ich denke, was das Ziel sein sollte, möglichst früh zu fördern, aber auch nicht denken, weil ich jetzt früh fördere, jetzt haben wir ja etwas gemacht, Förderung abgehakt, jetzt holen Sie mal selber. Und punktuelle, strategisch gut ausgedachte Projekte sind sicher über die ganzen, es gibt eben so kritische Übergangsstellen im Bildungssystem, wenn man dort ansetzt und hilft, ist das sicher immer wichtig. Sie haben vorhin von Förderansätzen in der frühen Kindheit gesprochen und haben kritisch angemerkt, dass es kaum Projekte gibt, die die Familien in den Blick nehmen und auch die Herkunftssprache mitfördern. Sie haben gesagt, kaum gibt es welche? Genau, also ich kenne ein Projekt, das nennt sich KIKUS, das ist in München angesetzt und dort wird den Eltern eben, also die Kinder werden auf Deutsch gefördert und dann bekommen die Eltern auch Arbeitsblätter mit nach Hause, wo sie dann in der eigenen Sprache das Vokabular lernen. Also wenn zum Beispiel das Thema Herbst ist und man in der Kindertagesstätte von den Blättern, vom Baum, von den Farben spricht, dann werden die Eltern informiert und zu Hause üben sie dann diesen Wortschatz, entweder in der türkischen oder serbischen oder was auch immer Sprache. Oder auch dieses Rucksackprojekt versucht, die Eltern zu informieren, wie sie die Förderung zu Hause weiterführen können. Also in den Ansätzen ist es da und ich denke auch, dass sehr viele, die keine solchen Projekte machen, sich sehr wohl bewusst sind, dass das wichtig wäre und dass man manchmal aber auch aufgrund von Ressourcen, zeitlichen und finanziellen dann Prioritäten setzt und Deutsch fördert. Und ich finde natürlich nach wie vor ist diese deutsche Sprache, das ist der Schlüssel zum Bildungserfolg. Es ist einfach schade, wenn diese Erstsprachpotenziale dann nicht ausgebildet sind und es manchmal dazu führt, dass Kinder dann in beiden Sprachen nicht so wirklich zu Hause sind. Ideal wäre, wenn man beides beherrscht. Das, denke ich, das ist ja etwas sehr Erstrebenswertes, bilingual oder trilingual zu sein. Ja? Ich habe noch eine begriffliche Frage, und zwar sprachen manchmal von Längen, manchmal von Querschnitt. Wo genau ist der Unterschied? Genau, also beim Längsschnitt wird eine Gruppe von Kindern immer wieder befragt. Also die gleiche Gruppe mit 3 und dann mit 5 und mit 7 Jahren. Und beim Querschnitt, bei dieser Nubeck-Studie, hat man eine Gruppe von 2-Jährigen befragt und parallel dazu eine Gruppe von 4-Jährigen. Also man hat die Kinder nicht weiterverfolgt und hat dann geschaut, wie ihre Kompetenzen sind. So, ja. Also es ist eigentlich manchmal einfach auch nicht mehr, wenn man Längsschnittprojekte macht, die sind sehr erkenntnisreich, aber der zeitliche Aufwand ist lange und bis man Erkenntnisse hat, braucht es sehr viel Geduld. Und manchmal ist es mit Querschnitten, kann man auch verschiedene Alterskohorten vergleichen. Man könnte zum Beispiel auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ältere Erwachsene gleichzeitig zu ihrer Meinung zum Thema Integration befragen. Und wenn man sie so fragt, wäre das eine Querschnittstudie, quer durch eine Kohorte. Ja, gerne. Also eine Frage, Sie haben ja vorhin schon im Buch angesprochen, Qualifikation von Personal.
Wie mutet es dann aus Ihrer Sicht an, wenn auf einmal, wie es aus einigen Kreisen aus dem Krieg kommt, ach, jetzt haben wir doch so viele gerade arbeitslos werdende Einzelhandelskaufleute, schicken Sie doch mal ein Hilfsverfahren und machen Erziehende aus dem Krieg. Ja. Man muss vielleicht auch noch da in besonders hohe Sprachen, wo als genau. Was ja auch sehr anregend und notwendig ist. Genau. Also ich denke, was wirklich das A und O ist einer guten Kindertageseinrichtung, also das sind die Erkenntnisse aus empirischen Studien, ist, dass man sagt eben, dass mindestens die Leitung ein hohes pädagogisches Niveau hat, weil man davon ausgeht, wenn die Leitung hochqualifiziert ist, dass sie den anderen sagen kann, wie man es machen kann. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man arbeitslos werdende Personen, dass man sie einbindet, man muss sie aber dafür auch qualifizieren, aber dass sie vielleicht dann eher einer qualifizierten Fachkraft zur Hand gehen, aber dass sie nicht diejenigen sind, die die pädagogischen Arrangements machen. Aber ich denke, es ist ja manchmal auch ein Thema, dass man zu wenig Personal hat in den Kitas. Wie soll ich, wenn wir zu zweit sind, auf 18 Kinder schauen und dann auch noch die Sprachförderung machen? Und manchmal wäre es vielleicht auch gut, wenn man so sogenannte Assistants hätte, die vielleicht einfach mal mit einer Gruppe draußen sitzen und die beaufsichtigen. Aber es darf auf keinen Fall so sein, dass man, also es wäre ja eine Schwächung des Berufsstandes. Ich meine, die gleichen Diskussionen laufen teilweise mit Lehrpersonen, also in der Schweiz hat jemand die Idee lanciert, es würde doch auch eine Berufsbildung ausreichen. Also man geht zu einer erfahrenen Lehrperson und schaut, wie die das macht und ein paar pädagogische Kurse parallel dazu und das reicht. Also ich denke, je besser das Personal, es kann nicht gut genug qualifiziert sein und wichtig ist es auch, dass dieses gut qualifizierte Fachpersonal eben Kompetenzen hat, auch andere anzulernen und einzuführen und anzuleiten. Aber wenn diese Personen, die man als Quereinsteigerin in den Beruf nimmt, wenn sie eine berufliche Karriere oder Entwicklung möchten, dann müssen sie früher oder später auch in Aus- und Weiterbildungen eingebunden werden und brauchen diese Fachkenntnisse und dieses Fachwissen, das man braucht. So sehe ich es. Ja. Gut, wenn Ihnen jetzt keine Fragen in den Sinn kommen, aber vielleicht zu einem späteren Moment noch, dann sind Sie jederzeit willkommen, mir eine E-Mail zu schreiben. Auch falls es etwas wäre, manchmal traut man sich auch nicht, das zu fragen, oder vielleicht ist es etwas Kritisches. Ich freue mich über jede Art der Rückmeldung und zögern Sie nicht, oder auch wenn Sie nachher noch ganz persönlich etwas besprechen möchten, dann sind Sie auch sehr willkommen. Los, dann bedanke ich mich herzlich. Was mir nochmal aufgefallen ist, bei der Auflistung der Förderansätze, und dahinter hängen ja dann auch nicht nur die Förderansätze, sondern auch die Förderprogramme, ist, dass es auch überhaupt keine Förderprogramme dafür gibt, zu untersuchen, wie wir selbst unsere Vorurteile und Klischees eigentlich bearbeiten sollen. Das, denke ich, gilt für Auszubildende, Studierende, Lehrer, Lehrerinnen, Professoren, Professoren, für alle Gruppen gesamt, weil man merkt es ja selbst manchmal, dass man solche Sätze, gerade ist mir schon einer bei der Einleitung unterlaufen, ja. wie man selber diese Klischees reproduziert. Und ich glaube, das ist noch eine der größten Aufgaben, ich sag mal, eine Sensibilität dafür zu gewinnen. Aber das wird zurzeit eigentlich in die Hände von Einzelpersonen in den Ausbildungsstätten gelegt, wo man eigentlich von außen größere Unterstützung bräuchte. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und noch einen schönen Tag.